Hallo ihr Lieben, heute kommt wieder ein neues Video aus meiner Reihe, wo ich Kundenfragen zum Thema Dualseele beantworte. Und mich hat wieder eine Frage erreicht, und zwar ging es darum, meine Meinung darüber zu erfahren, ob Dualseelen dafür geschaffen sind, irgendwann in eine Beziehung zu gehen, ja? Und beziehungsweise ob generell Dualseelen in Beziehungen auch gehen können. Ja? Und da habe ich als Inspiration hier einen rosaroten Kristall, das kann man hier leider nicht so gut erkennen, dass der rosa ist, habe ich rausgelegt und auch zwei Karten aus dem Liebesorakel, nämlich die Karte Past Life und Seelengefährte. Und zwar sehe ich das Ganze so, dass ich finde, dass jedes Dualseelenpaar irgendwann in eine Beziehung gehen wird. Ich sage aber auch, dass das voraussichtlich nicht in diesem Leben passieren muss, ja? Denn unter Dualseelen versteht man ja eine Jahrhundertliebe, ja? Das geht über mehrere Jahrhunderte auch, ja? Und deswegen sage ich, was würde es bringen, wenn sich jetzt, die Dualseele ist ja eine Seele, die sich geteilt hat, ja, und in zwei Körper ist, um dadurch eben mehr Erfahrung auch zu sammeln, ja. Und ich denke, dass wenn sich etwas trennt, ja, das zusammengehört, denn eine Dualseele gehört ja zusammen, sie hat sich getrennt, um mehr Erfahrungen zu sammeln. Deswegen braucht es zwei Körper, um einfach mehr Erfahrung zu sammeln als wie eine Seele, ja, in einem Körper, eine ganze. Und deswegen sage ich, dass ich finde, dass Dualseelen irgendwann zusammenfinden, dass sie sich wieder vereinen. Denn was würde es bringen, wenn man einfach zwei Dinge voneinander trennt, die zusammengehören. Ja, das ist für mich irgendwie nicht stimmig, wenn man jetzt sagt, sie werden nie in eine Beziehung gehen. Ja, das muss natürlich nicht sein, dass es in diesem Leben passiert, dass man einfach in diesem Leben miteinander Aufgaben hat. Man hat ja auch schon in mehrere Leben davor gemeinsame Aufgaben gehabt. Ja, und deswegen denke ich auch, dass viele vielleicht ja in diesem Leben schon zusammenfinden werden, ja, weil sie einfach den Entwicklungsschritt schon viel näher gekommen sind, ja, dass sie einfach schon mehr Erfahrung auch gesammelt haben, dass sie schon weiter sind als wie manch anderes Dualseelenpaar, ja. Dass man einfach aus frühere Leben, kommt darauf an, wie oft man schon inkarniert wurde. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig. Und deswegen denke ich auch, dass es auch davon abhängt, wie oft man schon inkarniert wurde. Ja? Man hat hier ein gemeinsames Karma, das man einfach in mehrere Leben versucht aufzuarbeiten. Ja? Dazu braucht es einfach mehrere Leben. Es kann dir keiner garantieren, dass du mit deiner Dualseele in diesem Leben in eine Beziehung gehst. Ja? Das hängt immer von mehreren Faktoren ab. Auch das Seelenalter, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Vielleicht mache ich dazu auch einfach einmal ein Video über das Seelenalter. Ja? Und wenn es einfach für dich oder für deine Dualseele, ja, in diesem Leben vorbestimmt ist, in eine Beziehung zu gehen, weil ihr einfach beide die Lernaufgaben, die ihr euch vorgenommen habt, bis ihr euch wieder vereint, wenn ihr das schon absolviert habt, ja, dann könnt ihr in eine Beziehung gehen. Muss aber nicht in diesem Leben der Fall sein, wie gesagt. Ja, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Dualseelen irgendwann, da betone ich das, irgendwann sich vereinen. Sie haben sich getrennt, also das ist meine Meinung, sie haben sich getrennt, um Lebenserfahrung zu sammeln oder um Erfahrung auch zu sammeln, ja? Und dann, wenn das vollendet ist, ja, und da kann es wirklich Jahrhunderte dauern, ja, wenn das vollendet ist, bin ich der festen Überzeugung, dass die beiden sich dann wiederfinden und dann sich auch nicht mehr trennen, ja. Und deswegen, ich lese auch sehr viel über dieses Thema, weil mich das eben auch sehr interessiert, ja.
Und deswegen denke ich halt einfach,